Traust du dich nicht, hä? Ich stehe immer noch. Hit me with your best shot. Ist das alles? Du Waschlampe, du. Ha. Mein Auto ist gar nicht verbrannt. Das war nur der Hitzeschock. Ha. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Hehe. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Castlevania 64-93, wo wir im letzten Teil den Duellturm geschafft. Dann kam noch der, Vollstreckungsturm, wo ich, glaube ich, ein paar Bonis übersehen habe, weil ich habe einen Schlüssel aufgesammelt, den ich aber nicht für eine Tür verwendet habe, die ich gesehen habe. Danach waren wir auf die Spitze des Turms angekommen. Na, dankeschön. Und da seid ihr platt. Was? Nee, da bin ich platt. Da haben wir den Tod angetroffen und auch die Rosa. Er wollte uns massakrieren, aber die Rosa hatte wohl doch noch ein Stückchen Menschlichkeit in sich getragen und hat sich für uns geopfert. Und dann wurde auch ihre Seele von Gott, ihr wurde vergeben. Das wollte ich sagen. Wir haben uns dann um den Tod gekümmert, der ja überraschenderweise gar nicht so eine große Herausforderung war. Ich habe nicht mal Heil-Items verwendet. Gut, ich bin aber auch rumgerannt wie ein Hühnchen, dem man den Kopf abgehackt hat. Gut. Und jetzt habe ich hier oben schon gesehen, ich brauche einen Schlüssel. Den finde ich wahrscheinlich auf der anderen Seite in einer Fackel. Wo ich mir auch denke, wie ist der Schlüssel bitte dort hingekommen? Wie hat der Glockenturm, hat er gemeint, ja, die ist der beste Platz. Unter der Matratze. Nee, oder unter dem Fußabschreiber würde jeder gucken, aber in der Fackel, nein. Da verbrennt man sich dort die Finger. Ja. Und dann, ja. Gut, dann, ja. So. Arschklar. Und dann bin ich mal gespannt, was danach auf uns wartet. Dankeschön fürs Festhalten und Springen. Jawohl. Es läuft doch. Wenn's geht, geht's. Gut, der war jetzt einen halben Meter daneben gehangen, aber es hat funktioniert. Okay, jetzt vorsichtig. Es dreht nach rechts, also links drastisch. Linkslastig laufen. Nein! Ach komm schon, das halten doch deine Knie ja aus, oder? Ich meine, du bist ja auf was Hartem gelandet. Das gleicht sich aus. Da sind ja gerade so zwei Fackeln. In einer davon ist wahrscheinlich hier ein schönes Brathähnchen drin. Ja. Und in der anderen ist der Schlüssel. Ja. Gut, Brathähnchen kann ich verstehen, es muss warm gehalten werden. Und hip. Hip. Und hip. Und hip. Jawohl, es geht doch, danke. Yes. Ich würde mal wirklich gerne wissen, wie weit sind wir jetzt schon? Das war jetzt die Schlossmitte. War das jetzt wirklich, waren das jetzt... Was war denn das bitte, hä? Bin ich jetzt, sage ich mal, schon wieder dieser Rückwärtssatz. Bin ich jetzt hier bei der Hälfte des Spiels angekommen? Bin ich jetzt schon ein bisschen weiter, vielleicht 60% oder so? Eine ungefähre Zahl würde mich mal interessieren. Ja. Gut, diesmal hat er sich festgehalten. Warum nicht beim letzten Mal? Keine Ahnung. Jupp. Ach, dann. Jupp. Dankeschön. So, bitte. So. Dann ein kleiner Anlauf. Sicher. Wenn er aus der Höhe auf den Boden fällt, zerbricht er sich alles. Aber sich da abzufangen, ja, ohne dass seine Handgelenke abreißen. Das ist kein Problem. Er sollte wirklich mal ein bisschen mehr die Beine trainieren, wenn er mich fragt. Da habe ich mir ja wohl selber jetzt hier die Suppe versalzen. Aber ich muss mir auch auslöffeln. Gib mir die Backerbsen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Jip. Ich bin ja nicht wirklich so der große Suppentyp. Ich meine also zum Beispiel sowas wie Tomatensuppe oder so. Ne. Wenn... brauche ich schon... Ach, leck mich! Ich bin Chopper Chops, leck mich, ich habe Erdbeergeschmack. Frag mich aber nicht, wo. Jip. Kartoffelsuppe? Gut. Hat was für mich. Ansonsten brauche ich irgendeine Beilage. Zum Beispiel Backerbsen. Oder eine schöne Nudelsuppe. Oh. Auf Nudelsuppe fahre ich schon ein bisschen ab. Also ich meine jetzt nicht so Ramen, nicht so, was er aus einer Route vielleicht kennt, sondern so Gemüsenudelsuppe. Jip. Also eher so eine Gemüsebrühe mit Suppen als Beilage, wenn ihr versteht, was ich meine.
Einfach da so ein bisschen was zwischen dem Mund haben, ein bisschen kauen. Einfach nur hier Flüssigkeit. Nicht so mal, nicht nur das Wahre. Okay, wo lang? Weg da. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Und spring. Jawohl, danke. Und wir haben einen Schlüssel. Ein Schloss. Schlüssel für einen Glockenturm. Jawohl, gehen. Was haben wir hier? Edelsteine, na dankeschön. Kann ich nicht wirklich gebrauchen. Okay. Das ist jetzt hier in mir. Das ist dafür, dass ich mir hier nicht das. Wahrscheinlich die Beine kaputt mache. Und hab. Okay, ich habe den Schlüssel. Das heißt, ich muss jetzt nochmal den Weg gehen. Und diesmal die andere Richtung, damit ich zum Tor komme. Und diesmal auch aufpassen, dass ich mir nicht die Schienbeine kaputt mache. Yep. Yep. Aber da sieht das jetzt. Das habe ich bewiesen. So, alles klar. Ich hoffe mal, dass das jetzt reibungslos funktioniert. Und hopp. Komm schon. Dad, kriegst denn? Reinhard, komm schon. Jo. Nicht. Danke. Gleich sind wir oben. Gleich sind wir drüben. Bald sind wir gut durch. Achtung. Ein bisschen das Hilfe, ein bisschen anpassen. Dankeschön, Kligeridu. Schlüssel, Glockenturm, verwendet. Oh, ein Speicherstein. Wunderbar. Das liebe ich. An so einer Stelle. Da macht sich ein weißer Stein sehr gut. Jawohl. Speichern bitte. Dankeschön. So, was wartet jetzt auf mich? Ippa. Aim. Servus. Wo schmeißen du hin? Da ist nix. Moment. Okay, gut, da war ja ein Speicherpunkt da. Gut, da war nur Gold. Gold brauche ich jetzt nicht wirklich, weil ich will ja nicht zu viel kaufen. Ich will ja bei dem Renault nicht in Rechnung kommen, nicht in Rechnung stehen. Okay, und was? Servus, da oben. Wo ist der Typ abgeblieben? Ich höre ihn, ich rieche ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ja, komm, ich knuddel dich mal als schön. Ach, du liebes Bisschen, ich sehe einen Schlüssel. Autsch! Okay, du bist der Tabasco-Fresser. Das war ein bisschen zu nah an den Stacheln, wenn ihr mich fragt. Ach, der schießt durch den Boden. Das ist doch hier Betrug. Weh, ich falle ja jetzt runter, weil ich hier irgendwie einen Satz nebendran mache. Halt. Danke. Okay. Schlüssel 1 war das gewesen. Achtung, ich springe. Ach, das war auf einer anderen Ebene. Entschuldigung, ich kann das manchmal wirklich schlecht einschätzen. Da war so weiter weggestanden, als ich gedacht habe. Ja. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ich dachte noch nicht, will doch mal. Na super, jetzt habe ich natürlich alle meine Upgrades weg. Und hopp. Ja, hör doch auf. Autsch. Jep. Ja, daneben. Das ist... Okay, kann ich da hinhüpfen? Wenn er mal aufhören würde. Ich glaube nicht. Oh, das ist praktisch. Hey. Okay, Achtung, in die Mitte. Hör auf mich hier mit diesen Rückwärtssätzen. Das ist gefährlich. Das kann ins Auge gehen. Yep. So, Schlüssel 1. Schlüssel Klonkenturm 2 verwendet. Gut. Es ist kein normaler Glockenturm.
Das ist hier eine Killerkammer. Also. Das ist wirklich zu viel des Guten. Yep. Weg da. Okay, wo lang? Ich weiß nicht, wo lang. Hier links, da rechts. Ich hüpf mal rechts. Und? Ich hab's überstanden. Zack. Autsch. Oh, Upgrade, danke. Ah, das haben wir hier, schönes. Ein bisschen Gesundheit. Weihwasser. Kann ich deine Durst vielleicht stillen? Da ist noch einer. Weg da. Reicht nicht so weit. Zack. Ja, guten Tag, ich hab dich auch lieb. Ich kümmere mich erstmal um die, dann schaue ich mal, was in den Fackeln drin sind. Bitte. Danke. Ja, das Taschengeld von Toten klauen, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in diesem Teil. Max, das ist auch schon wieder so ein Level, wo nicht wirklich die Feinde die wahren Feinde sind, sondern eher die Abgründe. Messer. Mit dem Messer geht's besser, nicht immer. Kreuz. Ich glaube, wir sollten nicht einfach alles aufsammeln, was ich sehe. Wie komme ich wieder hoch? Ach so, okay. Ja, das dreht sich auch nochmal um die eigene Achse. Okay. Gut, wie du meinst. Ach, die Schande. Naja, wenn es sich um die eine Achse dreht, dann muss ich nur ein bisschen versetzt springen und dann klappt es schon. Ja, wo ist der Reinhard? Ja, wo ist der Reinhard? Ich sehe nicht. Seht ihr ihn? Hallo. Yep. Okay, aber wirklich, wo geht's hier denn weiter? Oh, bin ich richtig? Bin ich richtig? Von wo bin ich Speicherstein. Der Double Kill. Na, lass mich hoch. Ich will erstmal abspeichern. Dankeschön. Okay, aber mir... Ich habe keinen Schlüssel aufgesammelt, oder? Verriegelt. Wo ist der Schlüssel für das Teil? Ich habe... Da drüben. Zum Glück war da ein Speicherschein. Ich bin da nämlich punktgenau in das Getriebe reingelaufen. Ich habe ein bisschen fett gefühlt. Ich wollte schnell was loswerden. Das ist die Schnell-Fit-Variante. Autsch. Hat sie sich gerade mich in... Die hat sich doch gerade hier meinen Schritt verfangen. Der Renon wartet da drüben. Alles klar. Alles. Hip. Autsch. Okay, da sehe ich noch eine. Den ganzen Weg. Gut, wie gesagt, Vorteil ist, ich habe jetzt abgespeichert. Was ich geschafft habe, habe ich geschafft. Und wenn ich falle, dann falle ich. Aber dann werde ich sofort wiedergeboren. Ihr könnt mich mal. Yep. Wo der Renon? Da war der da drüben. Auf mich da unten sehe ich eine. Wofür ist das hier links? Kann ich schieben? Kann ich da interagieren? Nö, kann ich nicht. Wuhu. Also ich muss dahin zu der Fackel, wahrscheinlich da den Schlüssel rausholen. Autsch. Ja, leck mich doch. Jep. Und jep. Aber wie komme ich da bitte hin? Und. Achso, von der Tür bin ich gekommen, oder? Nein! Ach, leg mich doch! Alles, das ist alles gut gebohnert hier! Den Hausmeister, ja, den Klockenturmmeister, den möchte ich mal sehen. Der muss ja wirklich hier schnieke angezogen sein. Genauso wie der sich hier verhält. Okay. Das macht keinen Sinn. Ihr habt gesehen, die Getriebe haben sich nicht nach innen bewegt, sie haben sich nach außen bewegt. Deshalb können die tödlich sein, okay. Wenn die sich nach außen bewegen, drücken sie mich ja weg. Das heißt, sie können mich nicht zerquetschen. Das macht also so gesehen überhaupt keinen Sinn. Oh, ich hab's irgendwie überstanden. Ich war zwar drin, aber ich hab's überstanden. Alter, wirklich. Ach.
Ich muss da irgendwie den linken Weg gehen. Ja, lass mich in Ruhe. Ja, was, da war's. Grill mich doch, dann fange ich von oben wieder an. Na, traust dich nicht, hä? Ich stehe immer noch. Hit me with your best shot. Ist das alles? Du Waschlampe, du. Ha. Mein Auto ist gar nicht verbrannt. Das war nur der Hitzeschock. Ha. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Hehe. Okay. Hier soll nicht Stein gebildet sein. Jupp. Okay, also ich muss von... Ah, das dreht sich, okay. Ich muss also da wieder runter. Gibt es hier eine Möglichkeit... Gibt es hier eine Möglichkeit, dass ich da so... Ich kann mich nicht einfach ablassen, oder? Also, dass ich mich wo dran halte und ouch, einfach mich fallen lasse. Das geht, glaube ich, nicht. Mein Ziel ist also, ich will da wieder hin, wo ich gerade eben war. Aber zumindest muss ich das nicht alles machen. Ja, sicher, ja, sicher, ja, sicher. Und dann muss ich über diese Stange da hinlaufen. Okay. Wie mache ich das genau, ohne dass ich da dann auf die Stacheln drauf komme? Gute Frage. Wie komme ich da hin, ohne auf die Stacheln zu landen? Ich sehe es noch nicht. Ich glaube, dieser Weg ist einfach wirklich, dass ich zurück dort, dass ich dort zurückkomme, wo ich raus, wo ich reingekommen bin. Genau hier. Und dann kann ich mich einfach, kann ich den Weg gehen. Yep. Zu der Stange. Nee, zu der Säule, okay. Okay, und jetzt fallen lassen, vorsichtig. Nein, das, ich muss drauf landen, ich muss drauf landen. Los, flambier mich. Ich brenne zwar, aber ich stehe. Ich stehe total auf dich. Ist es heiß hier drin oder bin ich das? Vielleicht ist auch mal eine brennende Leidenschaft für dich. Wir werden es nie erfahren. Ich ruhe mich erstmal aus. Autsch. Okay. Schön wäre es, wenn ich einfach so hier wieder zurückkäme. Aber wie gesagt, da sind ja dann die Stacheln im Weg. Und da macht er hier immer einen kilometerlangen Satz. Einen Schritt. Dass ich den einfach runterfalle. Okay, jetzt habe ich Frame Drops. Keine Gummidrops. Frame Drops. Und hip. Und hip. Und hip. Gut. Und jetzt einfach hier fallen. Achtung, Kniebeine. Schienbeine, meine ich. Nicht zerquetschen lassen. Nicht zerquetschen lassen. Und spring. Gerade drauf. Jawohl. Ihr Verd... Ihr... Los, zerquetsch mich. Zerquetsch mich. Los, tu's. Jetzt will ich sogar zerquetschen werden, aber es passiert nichts. Na komm. Meine Fresse. Was soll man hier machen? Um einfach schnell getötet zu werden, hä? Ich schau dir in die Augen, Kleines. Tatsache, der hat sogar Augen. Ne, das war einfach nur das Feuer, was in seinem Inneren lodert. Ist das eigentlich, dass unter dem Boden noch was ist? Ist da noch ein Körper? Oder ist es wirklich einfach nur so ein Stelzenkopf? Jep. Zumindest habe ich da einen Speicherpunkt und das ist, denke ich, schon mal... wirklich gut. Ah, ne, hopp. Und diese verdammte Medusa-Köpfe. Okay, ich weiß wohin. Ich weiß wie. Jetzt laufen. Spring. Nein! Schon wieder zu weit. Schon wieder zu weit. Und ganz ehrlich, es lohnt sich wirklich mehr, sich dann einfach töten zu lassen, anstatt dann einfach wieder versuchen, da den ganzen Weg hochzuklettern. Das geht schneller. Und für den Fall, dass man dann auch nur einfach wieder runterfällt, hat man sich wirklich Zeit gespart. Ich kann immer noch.
Probier es doch mal. Jawohl, so geht's. Wunderbar, du hast geschafft. Ich bin stolz auf dich, mein kinderchener Sohn. Ja, seid nur auf der Durchreise. Leck mich doch allesamt. Jupp. Das war ja gar nichts. Okay. Jetzt aber. Ich will einfach nur noch hin und gucken, ob da wirklich der Schlüssel ist. Ob ich es dann weiter schaffe oder nicht. Ich möchte wissen, wo der Schlüssel ist. Alter Falter. In vielen Situationen war dieses Spiel schon eine Geduldsprobe für mich. Aber so sind halt alle Spiele. Ob heute oder von früher. Sie prüfen die Geduld. Ja, da komm, rüber, springen. Nicht so weit, hüpfen. Dankeschön. Und? Kannst du bitte die Fakten das zerstören, was da ist? Jawohl. Das ist das, was ich haben wollte. Okay, dich zumindest muss ich töten, damit du mir nicht im Weg stehst, weil du mir sonst nämlich immer, ouch, die Beine flambierst. Okay, ich habe den Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch wieder nach oben kommen. Nur noch. Ja. Betonung liegt auf nur noch. Und hopp. Jetzt wieder. Dreh dich. Danke. Okay, ein kleiner Satz. Danke. Kleiner Satz nach vorne. Danke. Jetzt bitte. So. Reinhard ist wieder weg. Ich stand Zauberer. Ja, wo ist der Reinhard? Hallo, da bin ich wieder. Und spring. Gut, soweit. Hüppa. Und hüppa. Ja, halt dich fest, verdammt nochmal. Und jetzt rüber. Nein. So, okay, meine Damen und Herren. Puh. Gerade noch in der Zielgeraden für diesen Part habe ich es geschafft. Im nächsten Teil, da läuft die Zeit weiter hier. Immer weiter, wie Räder im Getriebe. Und das ist, habe ich das Gefühl, es gibt ja immer wieder auch in solchen Spielen halt Teile, wo viele Gegner kommen. Das war jetzt das letzte Mal der Duellturm. Und dann gibt es auch wieder Abschnitte, wo es einfach viel Jump'n'Run ist, so. Oder eben diese Obstacle Courses. Und das ist, glaube ich, wieder so ein Fall. Also, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Castlevania 64 gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Ja, und nicht die Arme verschränken. Höflich sein. Tschüss, Sikowski.